Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, wünsche ich einen guten Abend. Ich bin Ole, das ist der Lukas. Genau, wir spielen hier Trader Local, sind in Runde 2. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, könnt ihr online unter trader.de oder traderonline.de, glaube ich, Tickets kaufen. Ist super entspannt, macht immer Spaß, nette Leute hier. Ja. Und ja, dann hoffe ich, ihr werdet entertained. Ja. Ist denn der Timer noch an oder läuft das schon? Den mache ich jetzt an. Dann auf ein gutes. Auf ein gutes Spiel. Genau. Achso, ja. Den Würfelwurf habt ihr verloren. Würfel, stimmt, deswegen darf ich auch anfangen. Genau. Was ich gut finde. Warte ich mal eben noch auf dich. Ja. Das hat irgendwie beides. Nicht cool. Stand by Main. Hoffen wir mal, dass es reichen wird vielleicht. Ich fange an mit einem Special Summon Fenrir. Ja. Und ich würde auch gerne den Effekt aktivieren und mir eine Kashtira Monsterkarte suchen. Ja, ist in Ordnung. Hätte ich mir den zweiten Fenrir. Muss noch einmal abheben, dann kommt auf die Hand. Und dann setze ich 2 Karten. Mhm. Dann bist du. Ist klar, dann zieh ich mal. Ich will Kashtira Fenrir Beatdown nämlich. dann würde ich sagen Standby Face. Ja. Make Face. Ich würde anfangen mit einer Normal Summon und zwar Volcanic Rocket. Auf Normal- oder Spezialbeschwörung sucht ihr mir eine Blutbeschleunigerkarte vom Deck auf die Hand. Eine Beschleunigerkarte. Muss ich überlegen. Okay. Das ist nicht cool, deswegen würde ich das gerne impern. Okay. Hat er die auf der Hand? Hast du die auf der Hand? Nee, leider nicht. Aber ich habe einen Sarg. Dann würde ich den Effekt vom Sarg aktivieren. Ist die Imp im Column? Ja, Feiertage waren auch schön. Also ein bisschen die Zeit vertrieben und kein Jugend mehr gespielt. Ja, nee, dann habe ich grandios gespielt und dann gebe ich halt nicht ab. Perfekt, ey. Sieht ja beide Seiten schon mal gut aus. Ja, dann würde ich in die Drawface gehen. Ja. Standby und Main. Hochprofessionell, ne? Das macht es halt trotzdem nicht besser, was ich jetzt ziehe. Also, Geh mal mit dem Fenrir in Angriff. Jo. Würde ich in die Battleface gehen. Jo. Attack Declare auf die vulkanische Rakete, dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren und eine Karte von dem Face da unten banishen. Ja. Das wäre der Sarkophag. Mhm. Und dann würde ich mit deinem Fenrir noch über die Rakete rübergehen. Dann nehme ich 500 Schaden, ne? Das ist super. Hab ich doch gesagt, also warum sollte ich euch anlügen? dann gehe ich in die zweite Mainphase. Ja. Aktiviere nochmal Fenrir. Ja. Darfst du machen. Und fragen sich, was ich nur alles auf der Hand habe. Das ist DDD-Ding vergessen, oder? Ach so. Ach. Ja, nächstes Mal. Okay. Ja, dann setze ich noch eine Karte und dann bist du. Ja, draw. Standby Face. Jo. Main Face. Normal Summon. Ja, der kann auch irgendwas. Der sucht mir auf Normal- oder Spezialbeschwörung eine vulkanische Karte vom Deck auf die Hand. Und ich kann eine Karte von meiner Hand abwerfen und ihr dann einen vulkanischen Token beschwören. Jo. Gut. Dann würde ich mir suchen eine vulkanische Hülle. Hast du jetzt endlich die Ultis? Ich kann mich noch dran erinnern, wo ich glaube, Mathmack gespielt habe und hier auf dein Summon Limit lag. Ah. Und ich so gesagt habe, ja, warum sind die denn nicht Ulti, ey? Also, ja, eine ist noch in der Post. Also, hab nur 2, leider. Ah, jetzt wird schon gespoilert im Chat. Aber es ist schon eher Sarg. Natürlich erstmal auf die Zone achten. Dann würde ich meinen vulkanischen Glutbeschleuniger aktivieren.
die Bedingungen aktivieren zu dürfen. Ja, jetzt war es ist okay. Jetzt muss ich erstmal einen Blutbeschleuniger vom Deck auf den Friedhof legen. Und jo. Dann kannst du reagieren, wenn du möchtest. Ja, die Imperm habe ich leider nicht mehr. Das ist schön. Dann würde ich den Effekt für eine Special Summon nutzen. Sprich meine Hülle. Ja, darf ich mir die durchlesen? Ich glaube, wenn ihr auf den Friedhof kommt, sucht ihr die noch ein oder so, ne? Genau, das muss ich aber separat aktivieren. Ja, okay. Ja. Das ist nicht begrenzt, nur einmal pro Kopie halt und einmal pro Spielzug. Ich würde den Effekt benutzen, um mir einen Token zu beschwören. Um mir einen Token zu beschwören oder dir? Dir. Mir. Dafür musst du einen abwerfen. Muss ich einen abwerfen, ja. Ich schaue gerade. Ich überlege gerade, weil sie sagt, glaube ich, auch noch was, oder? Ja, das ist ein Kuss. Und dann werfe ich ab meinen Emperor. Ja, Fenrir geht, glaube ich, nicht im gegnerischen Spielzug, ne? Nur falls dein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert. Ja, doch, doch. Das kannst du. Dann hast du noch zwei Karten. Ich bin, der hat, glaube ich, noch einen Effekt, wo der einen Token oder ein Monster zerstören kann und dann. Ja. Was? Ja. Dann würde ich die gerne Face Down banishen. Ich habe einen Effekt aktiviert, aber das kannst du nur in der Auflösung aktivieren. Achso, in der Auflösung. Ja, okay. Dann würde ich dir jetzt einen Token beschwören und dann kannst du was banishen. Soll ich einen Token? Willst du einen Token? Ich habe einen. Einen passenden? Einen Bomben-Token sogar. Den Bomben-Token? OG-Token. Okay, krass. Dann würde ich, wie gesagt, die gerne Face Down banishen. Ja. Was wirklich mal, ne? Oder ein Token oder? Das ist im OCG rausgekommen, in OTS 23, glaube ich. Keine Ahnung. Und ich habe mir das Bild genommen und dann so einen Typen bei mir. Ich verstehe schon. Dann würde ich eine Link 2 machen. Ja. In einen Sonnenlichtwolf. Anschließend würde ich den Effekt von meiner Hülle benutzen. Ich zahle 500 Lebenspunkte. Würde ich gerne einmal lesen, wenn ich dürfte. Nur natürlich. Der macht das und ich glaube, den hier kannst du aus dem Friedhof specialen, ne? Ja, genau. Ist das ein Effekt oder? Ist nee, das ist eine Beschwörungsbedingung. Das ist eine Beschwörungsbedingung. Muss ich einmal überlegen. Da habe ich Angst, bevor du das machst, würde ich gerne einen Cold Buy auf den Emperor machen. Was auch alles, ne? Ja, ich meine, wenn ich schon so starte, muss ich ja irgendwas haben, oder? Wie kann man denn? Oh nein. Wie ehrlich. Ja, dann. Der wird offen. Der wird offen, ne? Genau. Ja, dann würde ich mir eine Hülle suchen. Ja. Die bleiben. Der verbannt sich nicht, ne? Der. Ne. Ja. Okay. Ja. Sind die auch Facet, oder? Ja. Oh, die sind schön. Wie teuer waren die? Zu viel? Weihnachtsgeld? Das ist draufgegangen? Ja, okay, nehmen wir Weihnachtsgeld, ja. Ja, dann bin ich fertig. Ja, das finde ich auch cool. Obwohl, ich gehe noch in die Battle Phase, okay? Wie viel Angriff hat der denn? Das würde ich gerne mal wissen. 1000. 1000. Das sind die Original-Stats. Okay. Dann würde ich noch in Battle Phase einmal den Token angreifen. Minus, dann kannst du schon mal, damit jeder hier Spaß dran hat, das Ding machen. Genau, du verlierst einmal 800 und dann nochmal 500, weil der Token zerstört wurde. Ja, stimmt. Das kommt vom Trooper, ne? Ja, das sagt der Token. Achso, der Token. Der Token, der durch den Trooper beschworen wurde, zieht dir 500 Lebenspunkte ab. Jetzt benutzt das Soundboard auch vorher. Soundboard. Ding. Ach man, ich verstehe es immer noch nicht. Na, das passt schon. Du bist dran. Ach man. Ja, dann gehe ich in die Lawface. Ja. Standby. Ja. Main. Ja. Ja, das ist halt echt nicht geil. Du hast drei Handkarten. Battleface. Attack Declare auf dein Sunlight Wolf Effekt. Er wird verdeckt verbannt. Und dann würde ich noch einmal mit 2-4. Ja. Direkt. Sorry Leute, heute kein Sarg. Dann bist du. Ja, dann zieh ich mal. Ja. Standby Phase. Main Phase. Dann mache ich eine Normal Summon. Another one.
Perfekt zum Suchen. Der sucht dir eine Blutboot oder wohl eine Karte. Eine vulkanische Karte. Da hab ich mal einen Ash drauf. Cool. Ja. Möchte einmal. Der Resolve geht, glaube ich, noch, ne? Darauf, also darauf könnte ich den Fenrir drauf anhängen. Du kannst das machen, ja. Muss ich überlegen, was man noch so haben könnte. Vorher noch den Fenrir dachte ich, mach mal nichts. Du machst mal nicht? Nee, nee, mach du mal. Ja, dann die Ash hat dann auch gereicht. Ich gehe dann in Endphase. Okay, perfekt. Dann geht in die Drawphase. Ja. Battleface. Hm? Attack Declare. Perfekt. Mhm. Würde ich dann gerne verdeckt verbannen und nochmal mit 2-4 angreifen. Ja. Dann gehe ich auf 2-2 runter. Ach. Ding. Dann gehe ich in die zweite Mainphase, setz noch einen und dann musst du. Ja, cool, dann ziehe ich mal. Oh ja, ja, die habe ich gebraucht. Gehe ich in Standby, Mainphase. Ja, der Sarg. No Summon. Okay. Dann. Ich in der Link 1 gehen. Hilfe, ja. Linkurimo. Benutze ich den Effekt von Hülle. Zahl 500. Und dann ist die Frage, ob ich mir noch eine Hülle aus dem Deck suchen darf. Ja. Hat der dritte nicht gereicht? Mm-mm. Der ist noch nicht angekommen. Ah, okay, okay. Der ist, hängt irgendwo in Belgien fest. In Belgien, oh ja. Gott. Ja, dann bist du dran. Dann gehe ich in die Drawphase. Ja. Standby und ich habe eine Karte gezogen. Wie funktioniert das mit Linkurimo? Ich verbanne ihn zuerst oder kann er seinen Effekt noch davor aktivieren? Ich glaube, das macht er, wenn du angreifst. Ja, wenn du einen Angriff deklarierst und da du Turnplayer bist, würdest du deinen wahrscheinlich zuerst ansagen. Und dann müsste ich. Der tributiert also, sich selbst und dann macht er das, ne? Genau. Kann ich irgendwie für Game gehen? Das ist die Frage. Doch, doch, ich glaube schon. Wie war das nochmal mit dem Tributieren? Ab 7 braucht man mehr, ne? Ab 7 braucht man 2. Ja. Dann kann ich doch nicht vergehen. Mann! Dein Brustmonster ist echt heftig, oder? Ja, ich merk schon. Aber das geht auch anders, glaube ich. Wenn ich. Nein, natürlich nicht. Der Linkurio ist gerade echt stark. Hm. Battleface. Hm. Attack Declare. Effekt. Effekt. Tributierst du ihn, dann wird er auf 0 gehen. Genau. Karte verbannen kann ich leider nicht. Bleibt er jetzt permanent auf 0 oder? Ich glaube bis zum Ende vom Spielzug. Ja. Dann bist du. Okay, Dorfverteilen. Oh, die ist gut. Standby. Ja. Main Phase. Jetzt kommt der Sack. Ich aktiviere Rettung aus dem Feuer. Oh, der mischt drei zurück, ne? Erstmal targetet er jetzt eine im Friedhof. Und die würde ich dann special. Und dafür müsste ich eine Handkarte abwerfen. Ich würde meinen Trooper wählen. Cool. Ja, dann mache ich da wohl nicht. Ich möchte einen anderen Effekt benutzen. Oh, im Friedhof kann ich auch noch was. Ja, perfekt. Ich würde die beiden und ihn targeten zum ins Deck zurückmischen und dann eine ziehen. Dafür, also verbannen ist, kosten und wählen auch. Ja, dann mach du mal. Nee, leider nicht. Was? Leider keine nicht. Ash. Ich bin begeistert. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie sinnvoll weitermachen. Ich darf nur eine ziehen.
Ja, muss ich auch noch einmal nachmischen, ne? Ja. Dann zieh mal Herz der Karten. Ja, aber wirklich, Destiny Draw. Hm, die ist bad. Okay, dann nochmal Sermon. Darf ich Linkorimo beschwören? Ja. Dann aktiviere ich den Effekt von Hülle. Jo, und dann noch mehr. Jetzt sind wir eher an dem Punkt, wo es egal ist. Ja, Mann. Mhm. Ein Trauerspiel. Ja gut, das machen wir jetzt noch ein bisschen, ne? Also ja. Ich habe ja noch zwei Linkorimos habe ich noch. Zwei Höhlen meinst du, oder nicht? Ja, aber die wandle ich ja dann um. Ja. Kannst du dich selbst mit denen umbringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind keine Kosten. Also eigentlich müsste das geben, wenn es keine Kosten sind. Wollen wir es ausprobieren? Nein. Aber hundertprozentig sicher bin ich nicht, dass ich das damit kann. Ich würde eine setzen und dann bist du dran. Dann drauf. Ja. Hast du eigentlich auch irgendwelche Karten, die in deinem Deck was machen? Hast du welche? Ja, eine Menge, aber ich kriege ja jedes Mal eine Handtrap. Ja, okay, das stimmt wohl. Ich meine, ich spiele auch gut in die Imperm-Kanon rein. Ich will aber auch irgendwie nichts ziehen. Battleface. Hm. Attack Declare. Mach würde ich gerne den Effekt machen und die Verdeckte verbannen. Ah, du darfst nur offene Karten wählen. Ich darf nur offene Karten wählen? Ja. Ja, das ist natürlich kacke. Ja, ich könnte mit 0 angreifen, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Dann würde ich abgeben. Okay, drauf verteilen. Der ist in der. Oh, das ist wirklich nicht schlecht. Standby. Mhm. Main Phase. Ist okay. Armset. Ja, scheiße. Oh nein! Oh Mann! Was hast du abgeworfen? Ein Gutschlag. Okay. Ja, cool, dann Normes sammeln. Dann würde ich einen Linkorimo beschwören. Ja. dann aktiviere ich den Effekt von Hülle. Quality Content hier. Ja, aber hallo. Ja, dann zieh ich schon mal. Mach mal. Drawface. Ach, endlich. Ach, wirklich? Ja. einigermaßen zumindest. Ich würde gerne meinen Odd Eyes Revolution Dragon aktivieren. Den kann ich abwerfen und 500 Lebenspunkte opfern. Und dann kann ich mir ein Drachen Pendulum Monster der Stufe 8 oder niedriger auf die Hand nehmen. Schade. Battleface. Tactical Effekt. Ja, dann machen wir das wieder, ne? Okay. Ach, dann also, passiert das wohl so. Theoretisch hätte ich jetzt gerade verloren, weil du hättest Fenrir auf Ash. Oh, das stimmt wohl. Ach. Ja, perfekt. Ne? Also, ja, so kann ich das noch zweimal, einmal kann ich das so machen. Ja. Dann draw for turn. Ja, das ist der falsche. Ja, das ist gut. Standby. Dann gehe ich im Main Phase. Normal. Und ich glaube, dann habe ich auch wieder keine mehr, ne? Ja, ein Friedhof. Ja. Dann bist du dran. Draw Phase. Ja. Karma, ja. Wahrscheinlich hast du recht, Kari. Versuchen wir es nochmal, Battleface. Effect Declare. Shenanigans. Zweite Mainphase. Ja. Du bist. Das war jetzt auch der letzte, ne? Finde ich gut. Aber er hat eine Karte gezogen. Ja. Ja, gut, dann ist es deins. Ja, er hat auch noch die zweite nachgezogen. Oh, ja, ey, war das anstrengend. Das hat wirklich total Spaß gemacht. Mach ich
dich, glaube ich, zuerst einmal auf 0 für Kari. Dann reset ich. Nein, ich wo da ist. Also. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir beide können nicht mehr. Das ist schon anstrengend. Mir was Schönes zumindest zu erzählen. Das sag ich dir. Wie war dein Tag so? Bis jetzt noch nicht so viele Handtraps gesehen, aber irgendwie geht die Quote gerade ganz steil nach oben. Oh, das wird sich gleich noch ändern. Ja, ich zähle jetzt wieder die richtigen Spaßkarten hier rein. Jetzt bin ich böser, Ole. Oh Mist. Gut gegen dich sind. Ich auch nicht. Du kannst mir die ja zeigen, dann kann ich dir sagen, ob die gut sind. Nee, lass. Ich meine, die du gerade hattest, haben ja funktioniert. Ja, das schon. Bei uns nur Kartennamen stehen. Fenrir gegen Linkoribo. Wer darf denn anfangen? Ich würde anfangen und wir haben noch 28 Minuten. Jo. Ja, dann mal auf ein gutes Spiel. Gutes. Okay. Dann würde ich sagen, Step by. Jo. Main Phase. Sarkophag. Gute Karte. Ja. Dann habe ich ein bisschen versteckt, so ein bisschen secret, aber ich habe gelernt, Hülle wäre eine neue, ist ein Horus internes. Ja, das stimmt wohl, glaube ich, habe ich auch gehört. Ist free, ne? Würde ich aktivieren. Ja, gönn dir. Dann 1. Perfekt Hülle. Ich verliere 500. Würdest du direkt einfach in Grave legen und. Das können wir gerne so machen. Baller durch. Dann ziehe ich mir gleich 1000 Lebenspunkte an. Und nicht 1500? Ne, die kann ja. Also ich kann ja keine 4 Kopien spielen. Ja, aber was? Ah, so hast du eine in der Hand. Was? Ja, ich habe ja die erste von der Hand discarded. Die hat die gesucht und die sucht die dritte. Und dann kann ich ja nicht nur ja, eine vierte. Okay, dann hatte ich den Denkfehler. Ich dachte, doch. Nee, die dritte Karte, die ich abwerfe für den guten Sarkophag, ist Blutbeschleuniger Nachladen. Oh, die ist, glaube ich, auch cool im Friedhof. Ja, die macht was. 1000 war richtig, ne? Ja. Was war, ja. Damit sende ich mir Harpy. Harpy. Soweit? Ja. Einer geht noch. Norbis soweit? Link 1. Effekt. Dann würde ich gerne auf die Beschwörung ankratten mit meinem Phantasmai. Ah. Ja. Ist okay. Also das ist, glaube ich, Chain 1, Chain 2 dann. Ja, genau. Specialt er sich, ich ziehe 2 Karten. Und dann muss eine und das Deck, nee, zurückgemischt. Sehe ich 1 und 2. Jo. Kommt der mal zurück.
Ja, dann möchte ich den Effekt aktivieren und eine Glutbeschleunigerkarte verbannen und dann einen Glutbeschleuniger direkt vom Deck aktivieren. Ja. Gönn dir. Dann würde ich den Effekt nutzen. Wenn ihn als Ziel. Und der würde dann zerstört werden. Und wenn das passiert, sende ich einen Stufe 1 Büromonster vom Deck auf den Friedhof. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob der sagt. Karte oder die eine oder mehr Monster, die du noch erzählen willst. Schnell, vielleicht, du kannst deine Karten abwählen. Kann ich auch sie zerstören. Würde ich gerne Phantasmia drauf unchainen. Mhm. Wenn der Monster von mir Target ist, kann ich eine Karte abwerfen und dann die Karte annullieren und zerstören. Ja, dann werfen wir eine ab. Muss ich überlegen. Ich glaube, das wird der Aufdrang Magician. Mhm. Dann würde ich anfangen mit meinen Beschwörungen. Einmal E. Uno. Dos. Wenn du schon so zählst, ne, dann kann ich mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Machen wir mal den. Ja. Zwei? Ja. Dann aktiviere ich den. Gönn dir. Gut, dann nehmen wir jetzt mal fünf, ne? Vier. Vier. Zwei. Drei. Vier. Bup, 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 dann nehme ich die Rakete. Und ja, was kommt denn Friedhof, ne? Ja. Dann wird die gespecialt. Auf Beschwörung aktiviert die sich und sucht mir eine Glutbeschleunigerkarte von dir auf die Hand. Dann nehme ich natürlich den. Another one. Dann aktiviere ich den. Kannst du den Effekt auch nochmal nutzen? Ja, zum Zerstören. Alles bei dem ist once per copy. Ja, meiner geht leider nur einmal. Schade. Will ich den Effekt nutzen? Wieder ihn wählen als Ziel und dann, wenn das durchgeht mit dem Zerstören, dann würde ich in Stufe 1 Monster senden. Für mich Randfeuer. Ja. Zweiter Effekt von Randfeuer, banisht sich selber und legt ein vulkanisches Monster vom Deck auf den Friedhof. Ja. Dann nehme ich den Emperor. Jo. Sie sagt nur, wenn ich gegen Horus Monster battle, ne? Ja. Okay. Dann würde ich mit dem beiden. In eine SP. Okay. Jo. Natürlich den Effekt. Nun nehmen wir. Ich habe gehört, der soll ganz gut sein. Jo. Gut, gut. Und dann. Würde ich ihn beschwören wollen, indem ich. Die drei banische. Bekomme ich mal Stufe irgendwie 300, ne? Ne, du bekommst für jede verbannte Pyromonster-Karte. Ist Pyromonster oder? Ja, für jedes verbannte Pyromonster. Das wären nun 2000. Der könnte jetzt auch noch eine Volcanic Spell Trap setzen, aber die habe ich gerade. Das ist schon mal cool. Gemild. Der sagt auf Special, dass ich 300 Lebenspunkte oder so verliere. 500. Ach so, sorry. Wenn du 2 hast, verliere ich auch 1000, ne? Ja. Supi. Dann würde ich Harpy noch beschwören, oder? Und eine setzen. Und dann gebe ich ja nicht ab. Dann gehen wir mal in die Drop-Base. Ja. Standby. Ja. Also, der sagt was, wenn Karte von dir auf den Friedhof geht, glaube ich, ne? Genau, durch einen Karteneffekt von dir, dann darf ich 2 im Friedhof oder einen Banish-Pile wieder auf die Hand nehmen oder ein Stack zurückmischen. So, kann die Gute noch was? In deinem Teil nicht. Der Zombie-Vampir? Auch nicht, der kann aber, glaube ich, nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden von Monstern, okay, die aus dem Friedhof bestehen. Okay, das kenne ich, denke 500 Burn und Zirkofakt, glaube ich, nicht gegen Horus Monster battlen. Genau. Ich glaube, ich ganz stumpf rein mit einer Imperm auf deinen Trooper. Nee, Emperor ist das. Okay.
Dann würde ich gerne weitermachen mit Special Summon Fenrir. Okay. Dann würde ich weitermachen mit Effekt Fenrir. Suchen. Ja. Ich krieg Flashbacks von der letzten Runde ein bisschen, auch wenn der Board anders aussieht. Ist der Resolve fein? Ja. Das finde ich super. Dann würde ich weitermachen, indem ich... das ist die Frage. 600. Sie kann den zweiten Effekt nur machen, wenn ich einen Monster-Effekt aktiviere, ne? Eine Karte. Eine Karte. Mhm. Dann würde ich gerne in die Battleface gehen. Ja. Und eine Attack-Declare auf den Fenrir auf die SP machen und den Effekt aktivieren. Ja, Chain SP. Gerne. Also, Verdeckte wählen. Du kannst mal offene Karten wählen. Ja, dann stimmt. Das habe ich auch vergessen. Ach, dann der Sarkophag. Dann chain ich SP. Ja. Und ich würde verbannen wollen. Der Emperor ist eh geimpernt. Ja, dann nehme ich dein Fenrir. Das ist eigentlich erst richtig? Ja, genau. Der Sarkophag wird verbannt. Dann Effekt HP. Die Spielfeld verlässt oder auf dem Friedhof. Spielfeld verlässt. Ach so, okay. Ja, ja. Dann würde ich den Sarkophag nehmen. Perfekt, ja. Und was habe ich denn hier noch mit Banish? Nee. Jason würde ich auch einmal auf. Ja, ja. Ich nehme mir mal die Schulo. Ey, super. Dann gehe ich in die zweite Mainphase. Ja. Und ich würde gerne einen zweiten Fenrir Special. Ja, darauf gebe ich den Summon Limit. Z ist super. Mhm. Dann gehe ich in den Face. Ja. Kommen die einfach nur zurück oder werden die speziell beschworen? Ne, die kommen einfach nur wieder. Ja, danke so. Oh, Draw for Turn. Ja. Stand by. Main Face. Ja. Tipp ich sag. Ja. Summon? Ja. Battle Phase? Ja. Mit HP auf den Fall nicht? Ja, nur noch 6000. Und dann kannst du den Effekt aktivieren. Durch den Backlink? Kommt der zuerst oder? Das passiert nur, wenn er angreift. Nicht allgemein? Ne. Wenn diese Karte einen Angriff deklariert. Ja. Ja, ja, ich glaube, das reicht. Ja. Dann mache ich mich einmal auf 0. Nein, ich will noch 7. Gucken wir mal, ob ich was anderes starte außer Fenrir. Wäre mal interessant. Z, glaube ich auch. Was du da so spielst. Wir haben noch eine Viertelstunde. Das können wir ganz entspannt machen hier, ne? Gegen was hast du in der ersten Runde gespielt? Labyrinth. Oh, ich auch. Perfekt. Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe gehört, Ghost Bell finden die nicht so gut. Ja, dachte ich mir auch. Ich habe Angst, dass die D-Barrier kommt gegen Pendeldeck. D-Barrier? Ja,
aber er hat vergessen, dass da Pendel draufsteht. Und hat Eradicator gesetzt. Oh. Was auch natürlich ganz gut ist, aber da wäre die Dings auf jeden Fall besser gekommen. Da würde ich gerne First geben. Ich habe schon gelesen, 547 Negates. Ja, nicht so in etwa. Ich freue mich drauf. Was hast du gesagt, du willst anfangen? Ich würde gerne anfangen, richtig. Ja, alles klar. Dann auf ein gutes Service. Auf ein gutes. Standby. Ja. Main. Komm, Special Summon Fenrir. Es tut mir echt leid, aber ich glaube schon. Special Fenrir. Perfekt. Ja, ist fein. Leck mir Fenrir. Resolve. Nein. Gar nichts. Kein Roll. Oh. Du bist. Sehr gut. Draw for turn. Oh, nice. Standby. Main Phase. Ich Blutbeschleuniger. Nix, jetzt Kosten erstmal rein. Aktivierungsbedingungen. Aktivierungsbedingungen, okay. Ach, Mann. Jo. Ist das soweit in Ordnung? Dann möchte ich den Effekt nutzen und deinen Fenrir wählen, um 10 zu zerstören und eine Stufe 1 Pyrokarte vom Deck auf den Friedhof zu legen. Ist das ein Effekt? Ja, das passiert. Also, aber nur wenn die Karte zerstört wird, darf ich auch eine reinlegen. Also so rein hypothetisch gesehen dürfte ich das ashen. Und dann wird der Fenrir nicht zerstört werden. Das ist Targeten, ist Kosten und der Rest ist Effekt. Also eigentlich müsstest du das ashen können, ja. Dann würde ich das auch gerne ashen. Ja, ist fein. Dann aktiv ich Sarg. Ja. Effekt-Sarg. Ja. Das ist der, der sich auch Sarg sucht, ne? Nee, eine zieht. Das ist der andere, der für jeden Monster eine Karte ziehen darf. Ich kann doch nichts dafür. Ich würde ja auch gerne mein Deck spielen, aber Fenrir ist einfach zu gut. Effekt-Sarg. Das ist auch ein guter Discard, glaube ich. Ja, habe ich gehört, der funktioniert. Ja. Huffy? Jo. Dann würde ich Special Summon. Special Summon. Jo. Special Summon. Jo. Und Special Summon, indem ich den verbanne. Jo. Dann gehe ich Battle Phase. Attack. Der wird zerstört, wegen Sarg. Der wird gelegt. Gelegt, so, sorry. Dann Attack mit 3000. Mhm. Dann Attack mit 3,6. Das wird reichen, glaube ich. Das reicht. Jo. Ist so schlecht gezogen. Oh. Ja. Ah, stimmt. Ich kann, also ich habe ja meinen Darkworm eigentlich. Ja. Den kann ich reinlegen und den zwischen, wenn ich keine Monster kontrolliere. Aber den will ich auch nur reinlegen, wenn ich noch was anderes habe. Ja, und die wollte ich nicht unbedingt als Normal Summon benutzen. Da waren mir die Effekte zu kostbar. Ja. Ja, verstehe. Foolish hätte auch nichts gemacht, oder? Ist dasselbe wie Dragon Shrine für Dragon, Darkworm einfach. Okay. Ich habe eine Liste noch gespielt, da habe ich Destrudo gespielt. Das wäre auf jeden Fall gut gewesen, aber Destrudo habe ich gecuttet. Ja. Dann hat Ole gewonnen. Jo. Ich glaube, Kari freut sich nicht darüber. Ich auch nicht. Stimmt. Volcanic ist wahrscheinlich dann nicht mehr unbedingt so dein Lieblingsthema, oder? Ah, nee, es geht sogar noch. Da gibt's, glaube ich, einiges Schlimmeres. Ja, das ist wahr. Ja. Aber das Summon Limit war so. Summon Limit ist. Wie letzte Mal. Das ist auch so gefühlt das einzige Floodgate, was nicht auf 1 gesetzt wurde. Ja, mit Anti-Spell. Ja. Ja, dann würde ich sagen: YouTube. Schönen Morgen, Mittag, Abend. Je nachdem, wann ihr das guckt. Ja. Und man sieht sich dann die Tage. Schönen Abend noch. Jo, tschüss.